Die Herausforderung für die Mittelständler ist, A, das heute gut laufende Geschäft einerseits weiterzuführen, aber sich auf diese neuen Wege und Prozessveränderungen oder gar neue Geschäftsmodelle in Zukunft einzulassen, die diese Digitalisierung bietet. Das ist die große Herausforderung, die heute Unternehmen haben. Es gibt viel Technologie und sich für das Richtige zu entscheiden in dieser Komplexität der vielen Möglichkeiten und Lösungen ist eine weitere Herausforderung. Zu guter Letzt ist es die kulturelle Herausforderung, sich nämlich auf alten bestehenden Wegen sich davon zu lösen und kulturell die Mannschaft, das Team in den Mittelständler mitzunehmen und für die Zukunft fit zu machen. Ich denke, dass die Telekom da einen ganz großen Job macht, hier die Leute, die Unternehmen, die Start-ups, den Mittelstand mit den jungen, aufstrebenden Unternehmen, die digitale Lösungen anbieten, zusammenzubringen. Digitalisierung ist natürlich das heutige Tag. Vor allem auch, es ist ein Tag von gestern. Man hat sich schon seit längerem digitalisiert. Es geht um Mittelstand, das Fundament der deutschen Wirtschaft. Deutsche Telekom hat die Produkte, digitale Produkte, um das Leben der Mittelstand zu vereinfachen. Ich empfinde das hier so uncorporate, wie ein Corporate sein kann. Sehr schöne Location, sehr gute Leute, sehr gute Themen. Lernen auch immer wieder neue Leute kennen, also mögliche Partner kennen, von denen man vorher gar nicht gedacht hat, dass das welche werden könnten.